Lass uns nun Lösungen ansehen. Ich nenne das anderen die Naturgesetze beibringen. Wir sprachen ja schon darüber, Erziehung und Bildung ist die einzige Lösung. Wissen ist die Lösung. Erziehung ist das Beibringen und Verbreiten von Wissen. Man zieht jemanden heraus. Man zieht jemanden aus der Dunkelheit, aus der Ignoranz. Das tut ein echter Lehrer. Er schiebt keinen raus, sondern er sagt, ich gehe vor und zeige dir den Weg und du kannst dann dem folgen, wenn du meinst, dass der Weg stimmt. Es ist ein erkennbarer Weg und ein wiederholbarer Prozess. Das ist echte Wissenschaft. Ich sagte ja schon zu Beginn, dass es kein Glaube oder Religion, sondern eine Wissenschaft ist. Anderen die Naturgesetze beizubringen, wie ich es tue, wurde von allen positiven okkulten Traditionen das große Werk genannt. Ich nenne es das wahre große Werk, da die dunklen Okkultisten alles nehmen und verdrehen, so haben sie ihre Variante vom großen Werk, was das Errichten einer Welt totaler Sklaverei ist. Das ist das dunkle große Werk. Daher nenne ich es das wahre große Werk oder das helle große Werk. Es ist nur eine Beschreibung. Nenne es, wie du willst. Wandel passiert? Vielleicht, vielleicht nicht. Das Ergebnis ist nicht garantiert. Die New Ager wollen dir erzählen, es ist alles sicher und in trockenen Tüchern. Die ETs von Zeta Reticula werden jeden Moment hier sein. Sie geben uns alle Geheimnisse des Universums und retten uns vor unserer eigenen Ignoranz. Wir müssen nur noch ein paar Jahre warten, oder Jahrzehnte, oder Jahrtausende. Aber sie sind bald hier. Ein Wandel im menschlichen Bewusstsein ist notwendig, damit die Menschheit sich von der selbstverursachten Sklaverei befreit. Unglücklicherweise ist dieses große Werk kein automatischer Prozess, noch ist es garantiert, dass es überhaupt passiert. Wir können in diesem Zustand sehr, sehr lange bleiben, oder es kann sich verselbstständigen und zur Vernichtung der Menschheit führen. Das positive Ergebnis ist nicht garantiert. Jeder, der das denkt, ist sehr naiv und hat eine extrem dominante rechte Hemisphäre und ist unglaublich positiv. Ich sage auch nicht, dass das negative Ergebnis garantiert ist. Es kann beides sein, abhängig davon, wie sich unser Bewusstsein entwickelt. Es geht darum, wie viele Leute sich für die Wahrheit anstatt für die Täuschung entscheiden. Das bestimmt das Ergebnis. Ob oder ob es nicht passiert, hängt von dem menschlichen Willen ab, die Wahrheit zu lernen und sie anderen beizubringen. Das erfordert enormen Aufwand, Hingabe und Ausdauer. Man darf nicht aufgeben. Eine dauerhafte Anwendung des Willens ist notwendig. Andauerndes Arbeiten. In der Alchemie gibt es einen Satz, der die Alchemie gut beschreibt. Labore et constantia. Es bedeutet Arbeit und Beständigkeit. Ständige Anstrengung. Das wird den Stein den Berg heraufbringen. Nur das. Und er wird sich mit Händen und Füßen wehren, Leute. Aufgrund der Verkalkung des menschlichen Bewusstseins. Ich denke nicht, dass es ein einfacher Prozess wird. Ich lüge dich nicht an, indem ich sage, komm, lass uns das große Werk verrichten, es wird ein riesiger Spaß, es wird so einfach sein und wir kriegen das echt schnell hin und dann wird alles gut. Wenn ich ein New Age Guru wäre, der euch erzählt, was ihr hören wollt, dann würde ich das sagen. Denn ich wäre nur daran interessiert, wie berühmt ich bin und wie viele Anhänger ich um mich sammeln kann. Ich habe kein Interesse daran. Ich sage euch, wie es wirklich ist. Das macht mich auch nicht berühmt, um ehrlich zu sein, eine Menge Leute hassen mich. Es wird nicht einfach. Ein Quantensprung hat Anforderungen. Quantum bedeutet auf Latein Menge. Um die Waagschale in Richtung Wahrheit und Gerechtigkeit zu bewegen, muss eine bestimmte Menge von Leuten dieses große Werk verrichten, indem sie anderen helfen, die Wahrheit zu erkennen. Wenn es nicht genug Leute machen, dann werden sich die Waagschalen nicht bewegen. Wir müssen eine bestimmte Menge an Leuten erreichen.
Menge ist erforderlich dafür. New Ager wollen dir erzählen, dass keine Menge gebraucht wird, sondern dass nur eine winzig kleine Gruppe von Leuten das erreichen kann. Unsinn! Es wird nicht Quantensprung ohne Grund genannt. Es wird Quantensprung genannt, weil Quantum eine Menge braucht. Man muss genug Gewicht auf die Schale der Wahrheit legen, damit die Waage sich bewegt. Erreichen wir die Menge nicht, dann wird es nicht umschwingen. Individuelle Entscheidungen für Verhalten, ob sie mit den Naturgesetzen harmonieren oder im Widerspruch sind, verbinden sich mit Energie und Effekt, sodass sie im Ganzen die Qualität unserer gemeinsamen menschlichen Erfahrungen beeinflussen. Im Gegensatz zu den New Age-Lehrern, die besagen, dass jeder einzeln seine Realität formt, sind es die kollektiven Entscheidungen von uns allen, was bestimmt, was wir erleben werden. Wir kreieren kollektiv unsere gemeinsame Erfahrung. Keiner manifestiert seine Realität alleine. Du hast natürlich Einfluss darauf, wie du dein Leben erlebst. Ob du selbstverursachtes Leid in Unmengen für dich erschaffst oder nicht. So funktionieren die Gesetze der Anziehung auf individuellem Level. Aber auf planetarer Ebene sind es unsere kollektiven Entscheidungen als Ganzes. Wir brauchen eine Gesellschaft, die die Naturgesetze versteht und in Harmonie damit lebt. Und dafür braucht man eine bestimmte Menge, damit das passiert. Diese Dynamik funktioniert wie ein perfekter Ausdruck von dem Prinzip von Aktion und Reaktion. Wie oben, so unten, wie unten, so oben. Wie das Bewusstsein auf individuellem Level ist, so wird das Ergebnis als Ganzes werden. In absolutem Gegensatz zu den New Age-Lehren sind zahlenmäßige Mengen erforderlich, damit ein Quantensprung passiert. Was ist also das wahre große Werk? Das wahre große Werk kann nur dann verrichtet werden, nachdem ein Individuum die Wahrheit bezüglich der Naturgesetze schon erkannt und sich damit in Einklang gebracht hat. Das wahre große Werk kommt dann als Nächstes. So fängt es an. Erst wenn du deine inneren Widersprüche aufgeräumt hast und die Naturgesetze verstehst, kannst du sie anderen Leuten beibringen. Weil du es verinnerlicht hast und ein tiefes Verständnis davon hast und dein Verhalten im Einklang damit ist. Das ist nun, was das große Werk ist. Es ist die riesige Aufgabe, andere zu beeinflussen, durch den gleichen Prozess durchzugehen, den positiven Wandel des Bewusstseins. Es ist ihnen zu helfen, zu verstehen, dass durch die Unterstützung und Billigung von der Legitimität von Autorität und Regierung, also den menschlichen Gesetzen, dass sie dadurch die Legitimität von Sklaverei unterstützt und gebilligt haben und dass sie deswegen unmoralisch gehandelt haben. And that they were immoral for having done so. Now that Und das ist harte Arbeit. Leute wollen das nicht hören. Leute wollen, dass das wahr ist, was sie wahrhaben wollen. Sie filtern ihre Wahrnehmung durch ihre Linsen. Kurz gesagt, ist das wahre große Werk, die Leute davon zu überzeugen, ihre falschen Religionen zurückzulassen, die falschen und dogmatischen Glaubenssätze, die die Weiterentwicklung von Bewusstsein zurückhalten, die die Aufnahme der Wahrheit und des Wissens um die Naturgesetze behindern. Ihre verkalkten religiösen Glaubenssysteme. Das muss aufgelöst werden. Carl Gustav Jung beschreibt das große Werk sehr schön. Ich sehe ihn als einen modernen Alchemisten, wie viele andere Lehrer des großen Werks. Man wird nicht erleuchtet durch das Vorstellen von schönen Bildern, sondern dadurch, dass man sich die Dunkelheit bewusst macht. Sich die Dunkelheit bewusst machen, nicht hoffen, dass man sich dessen bewusst wird, sondern es machen. Nicht darüber meditieren, sondern es durch einen Akt des Willens machen. Und das kann nur passieren, wenn genug Leute das wahre große Werk machen. Diese Prozedur ist allerdings unangenehm und daher unpopulär.
Nur sehr wenige Leute machen das. Die Lösung ist, ein Lehrer zu werden. Ich will keine Anhänger oder Schüler um mich sammeln. Ich will nicht, dass ihr meinen Weg geht oder mir folgt, denn dann werdet ihr viele Jahre leiden, bevor ihr da rauskommt. Es wäre eine schlechte Wahl. Ich sage euch, folgt der Wahrheit. Wisst die Wahrheit. Das hat nichts mit mir zu tun. Wenn man den Leuten sagt, dass das große Werk darin besteht, andere Gemüter zu beeinflussen, sich zu ändern, nachdem man sich selber geändert hat, ist es etwa so. Lass mich davor wegrennen, so schnell ich kann. Bist du bescheuert? Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist das Schwerste, was man machen kann. Exakt. Genau deswegen machen es so wenige. Viele Hände machen Arbeit einfach. Wenn mehr Leute mitmachen würden, dann würde es einfacher und schneller gehen. Thomas Jefferson sagte, erziehe und informiere die ganze Masse von Leuten. Das ist die einzige sichere Verlässlichkeit für die Erhaltung unserer Freiheit. Erziehung ist die Antwort. Der Forscher Donald McKelvenny sagte, in jeder absteigenden Zivilisation gibt es einen kleinen Rest von Leuten, die sich an das Richtige statt dem Falschen halten, die den Unterschied zwischen Gut und Böse erkennen und die aktiv Position für das Gute einnehmen und gegen das Böse. Welche, die noch denken und unterscheiden können und die mutig Position gegen den politischen, sozialen, moralischen und spirituellen Untergang ihrer Zeit ankämpfen. Brilliant. Die Worte Jesu im Matthäus-Evangelium. Denkt nicht, dass ich auf die Erde kam, um Frieden zu bringen. Ich kam nicht, um Frieden zu bringen, sondern ein Schwert. Ich bin gekommen, um einen Mann gegen seinen Vater zu stellen, eine Tochter gegen ihre Mutter und eine Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Eines Mannes Feind wird in seinem eigenen Haushalt sein. Jeder, der seinen Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Jeder, der seinen Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und jeder, der sein Kreuz nicht nimmt und mir folgt, ist meiner nicht wert. Wer immer sein Leben findet, wird es verlieren, und wer immer sein Leben in meinem Namen verliert, wird es finden. Das sind die Worte, die Jesus angeblich gesagt hat, aber man kann Jesus hier durch die Wahrheit austauschen. Der Weg, das Licht, die Wahrheit, das Wissen. Das Wissen um die Naturgesetze. Christusbewusstsein. Es besagt, dass es Leute in deiner Familie geben wird, die sich nicht für richtig statt falsch entscheiden, die sich weiterhin für Sklaverei entscheiden und weiter Sklaverei bewerben. Und mit diesen Leuten willst du dich nicht mehr umgeben, wenn du ihnen erklärt hast, was wirklich passiert. Das ist das Konzept von echter Vergebung und dem Hinhalten der anderen Wange. Es bedeutet nicht, dass man sich misshandeln lassen soll und das Böse einfach weitermachen lässt, bis es dich zerstört. Es bedeutet, dass man den Leuten, denen man nahe ist, mehr Chancen geben muss als denen, die man kaum kennt, die Wahrheit zu erkennen. Es bedeutet, weil mir diese Person wichtig ist, gehe ich wieder und wieder dahin und werde ihnen mit der Wahrheit konfrontieren. Und wenn sie auf die Seite von Wahrheit und Licht kommen, gut. Aber was er sagt, ist, dass dieser spirituelle Krieg heiß werden kann. Das bedeutet, dass die Leute, die uns nahe sind und sich nicht mit der Wahrheit in Einklang bringen, dass sie es sind, die das Böse auf dieser Welt unterstützen. Sie sind der wahre spirituelle Feind.